Die Aufsichtsbehörde Com Austria verurteilt Servus TV wegen nicht objektiver Berichterstattung im Zusammenhang mit Impfung und Corona. Das heißt also, der Wegscheider hätte nicht gewissenhaft berichtet. Aus meiner Sicht ist der Hintergrund ganz ein anderer. Es sind zuletzt die TV-Quoten für 2022 präsentiert worden und da hat Servus TV aus meiner Sicht vollkommen verdient ein sattes Plus vor dem Wert stehen und ich glaube, das ist der Grund, warum die Com Austria in eine Gott sei Dank unabhängige Redaktion versucht einzugreifen und genau dieses Urteil gefällt hat. Aber mehr dazu im anbeiverlinkten Video.